Hallo und herzlich willkommen zu Subnautica Below Zero. Und ich denke, wir werden diesmal, wir haben jetzt natürlich ein neues Update hier, Frostbite Update, und wir haben ja zig Updates übersprungen. Wir werden dieses Let's Play jetzt durchziehen. Definitiv, ja. Okay, wir werden gucken mal. Einstellungen. Ja, Untertitel aktiviert, ja, Geschwindigkeit, Zeichen, Sekunde, von mir aus auch das. Jo, Sichtfeld, von mir aus auch. Sound, Gesamtlautstärke, ja, lassen wir einfach so. Grafik, Farbkorrektur, neutral, Film, aus. Ah, Film gefällt mir eigentlich schon besser, ne? Wir lassen es erstmal aus und gucken mal, ne? Was gibt es hier noch? Hoch, niedrig. Okay, seht ihr Unterschiede hier? Achtet mal rechts drauf. Auf die Eisscholle. Wasserqualität. Gibt es nur mittel oder hoch? Wir nehmen natürlich hoch. Skybox-Qualität. Ah, hier oben, ne? Wenn er drauf achtet. Aber hoch. Anti-Aliasing, komm, wir lassen den ganzen Kram einfach. Bewegungsunschärfe möchte ich gerne niedrig haben, weil ich die nicht so gerne mag. Zittern, was auch immer Zittern ist. Umgebung zur Reflexion, okay, und zurück. Okay, ich würde sagen, spielen. Achtung, Below Zero wird stark überarbeitet. Alte Spielstände werden in diesem Stadion nicht mehr funktionieren. Klicke hierfür mehr Informationen. Okay. Version der Geschichte veraltet. Nur spielbar mit einer. Das Spiel ist okay. Also können wir die hier sowieso nicht nehmen und können sie löschen. Und die hier können wir sowieso nicht nehmen und löschen. Also ein neues Spiel. Überlebe eine fehlgeschlagene Außenmission. Nutze Rohstoffe und bekämpfe Hunger und Durst. Natürlich machen wir das. So wie immer. Und dann kann ich euch sagen, es gibt einige neue Sachen. Es gibt zum Beispiel ein neues Intro und neues... Ach, wir werden sehen. Wir werden sehen. Cool wäre, wenn es hier natürlich auch wieder die Zyklop geben würde. Weiter mit beliebiger Taste, okay. You sure you want to go through the storm? You crash, we can't come back for you. I know. I need cover from that sentinel. Unknown Worlds Entertainment präsentiert. Approaching 4546 feet. Surface temperatures. Life pod deployed. Okay, schon mal komplett anders. Ich stelle mir die Frage, was zum Zittern meinen. Meint ihr dieses komische, was jetzt hier als Zittern war? Dann machen wir das mal weg. Anwenden. Zurück zum Spiel. Nö. Okay, was muss ich machen? Okay, jetzt hat aufgehört zu brennen. Es steht.
Tagebuch. Landung. Ich habe es geschafft. Die Landung war unsaut. Ich glaube nicht, dass Altera mich bemerkt hat. Wenn er seit diesen ausgewichen. Okay, wir sind scheinbar irgendwie. Ja. Wer hier irgendwie was Falsches macht. Oh, hallo. Heiner. Moin. Ich möchte hier durch. Okay. Sind wir hier richtig? Ich glaube ja. Ich will da nicht rein. Ha. Ich muss da wohl rein, oder? Oder wir probieren mal hier über die. Wir probieren mal über die Eisschollen zu springen. Das geht bestimmt. Mist, nicht geschafft. Oh, sieht das anders aus hier? Ich glaube, hier hat sich was verändert. Okay, hier ist unsere Insel, unsere Basis, okay. So, und nun? Neuer Bauplan. Tagebucheintrag freigeschaltet, Landekapsel. Landekapsel, ich habe die Landekapsel gefunden. Gibt es etwas Besseres, als nicht zu frieren und nicht nass zu sein? Nicht zu verbrennen oder nicht verletzt zu sein, wird schon schief gehen. Sam, falls du irgendwelche Spuren hinterlassen hast, oder besser gesagt, falls Altera sie nicht bemerkt, beseitigt hat, werde ich sie finden. Ich fange mit deinem Selfie an. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich deine Basis im Hintergrund sehen kann. Was? Was für ein Selfie? Was für ein Selfie? Was soll ich machen? Benutzen ist ganz normal. Hier gibt es auch ganz normal die Sachen hier. Ganz normal, jawohl. Alles beim Alten geblieben, ne? Ausrüstung, jo, jo, jo. Medikit, jo, 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 jo. Jo. Okay, was haben wir noch? Nichts. Gut, was haben wir hier drin? Leer. Gut. Hinaus. Okay, wir sollen irgendeine Basis. Notfallspeicher in der Nähe entdeckt da. Ist gut. Notversorgungslager, okay. Was sind die für komische Fische? Hier so komische Geräusche. Mhm, wir sollten aber vorher auftauchen. Und hinunter, Gunther. So, was haben wir hier? Öffnen. Gegenstand nehmen. Öffnen. New technology acquired. Mhm. Pfadfinderwerkzeug, okay. Gibt's hier sonst noch was Cooles? Nö, ne? Oh, da geht's tief runter. Okay.
Ich würde erstmal vorschlagen, wir sammeln erstmal ganz. Wer macht denn hier so eine Geräusche? Sind das die Dinger? Hey, Glubschi! Nee, du bist kein Glubschi, du bist ein Blasenfisch. Du siehst anders aus, ne? Hey, wir brauchen auf jeden Fall. Oh ja, ich schwimme rum. Okay, ja. Okay. Okay. Hier nach unten. Alles noch ganz ungewohnt für mich, ne? Nehmen wir mit. Nehme ich auch mit, ne? Oh, hier noch ein Blasenfisch. Komm her. Zack, komm her. Ja, perfekt. Dich möchte ich eigentlich auch haben. Okay, dann nicht. Hehe, hab dich. Okay. Also, die entscheidende Frage ist, was ist jetzt hier los gewesen? Fabrikator benutzen, essen, Nahrung, hier, Wasser, trinken, perfekt. Und trinken ist das Stichwort, da kann ich auch was trinken. Gekochte Nahrung. Ist niemals die Fühler. Okay. Kalt und schwammig. So, was haben wir hier? Pfadfinder. Platziere Scheiben, um den Weg zu markieren. Schwimmkörper, okay. Was ist hier? Ausrüstung. Kompass. Okay. Aber hält länger vor, okay. So, Inventar. Was ist das hier? Wie lange der noch haltbar ist, oder was? Hm, 30, 20, 20. So, okay, wir sind voll ausgerüstet. Dann können wir das da eigentlich rüberpacken und... Ne, das hier nehmen wir. Ja doch. So. Wir müssen erstmal ein bisschen. Typische Grundversorgungssachen, was? Ringpilz? Okay. Ach, Ringelpilz, okay. Okay. Hier, komm her. So, wir brauchen als erstes. Oh Gott, wie war denn das? Titan braucht man, ne? Titan, damit wir uns ein Messer herstellen konnten. Dann sammeln wir erstmal. Wir sammeln erstmal, was wir können. Und nachdem wir das Messer hatten, brauchten wir... was brauchten wir denn danach? So ein Scanner, ne? Kupfer. Nehmen wir jetzt die Fühler, okay. Sieht schon alles irgendwie ein bisschen anders aus. Und wir können ja gleich mal... Oh. Roter Himmel? Warum ist jetzt hier roter Himmel? Was ist denn jetzt hier los? So. Okay, ist alles wie vorher relativ... Warte mal, also persönliches Werkzeuge. Hier Messer, dafür brauchen wir Silikongummi. Silikongummi kriegen wir von hier und von Silikongummi kriegen wir Schlingpflanzen Samenbüschel. Okay. Elektrik, ja.
Interessant, wie wir das Medikit halten gerade, ne? Aber es wurde gesagt, es ist alles noch in der Entwicklung, deswegen sehe ich da jetzt nicht so das Problem. Zack, hier die Leuchtfackel kann auch mal hin, ne? Das Medikit, ja, behalten wir mal. So nicht. Und wenn ich jetzt die 1 drücke, dann. Okay, wenn ich sie wieder wegmache. Gut. Okay. Hier, Blasenfische, können wir alle einsammeln. Wir brauchen. Ich brauch dich doch. Ja, komm her, Fischi. Du willst mich ärgern, ne? Dafür nehme ich dich mit. So, was hast du davon? Ich wollte gerade sagen, sind das ja alles Blasenfische, was hier so rumschwimmt, aber nein, nein, nein. Da haben wir Quarz. Oxygen. Oh. Ja, ich weiß, ich muss öfter atmen. Ich darf das nicht vergessen. War das gerade Blei? Ich glaube ja, ne? Sehr atmosphärisch. Oh, hallo Pinguin. So. Die Geräusche machen mich echt irre, ne? Irre. Da können wir noch was plündern. Zack. Da ist so ein Segment. Wir brauchen jetzt so ein Scanner-Ding, ne? Ja, die Luft, ne? Ich weiß, ja, ich weiß, die Luft. Das hört sich an, als wenn hier irgendwer aufstampft. Komm her, komm. Puh, erstmal in Sicherheit. Rohstoffe, Grundrohstoffe, Glas, ja, brauchen wir nicht. Wir brauchen erstmal hier Nahrung, ne? Erstmal Nahrung, beziehungsweise trinken. Trinken ist sehr wichtig. Ihr seht ja hier, das Trinken ist als erstes runter. So viel Blasenfische haben wir aufgesammelt, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. So, Grundausrüstung. Nein, jetzt habe ich noch einen Behälter gebaut. Nein, ich brauche doch sowas gar nicht. Sowas brauche ich doch gar nicht. Können wir es da drin lassen? Schlingpflanze, ich brauche unbedingt die Schlingpflanze. Okay, Schlingpflanzenbüschel. Oh, ist natürlich auch dunkel, ne? Ich würde mal sagen, hier sind Schlingpflanzen und da sind so eine Büschel. Alle mitnehmen, so viel wie geht, immer mitnehmen. Schmierstoff, okay. Hier, den nehmen wir auch mal mit, können wir wenigstens was essen. So. Ja, ich schwimme doch schon an der Oberfläche. Bin doch schon dabei. So, ja, hier runter, blub, blub. Und hinein. Vorräte ansehen? Nein, wir möchten jetzt hier Silikongummi. Und da möchte ich gerne ein persönliches Werkzeug, das Feldmesser.
Genau, und dann brauchen wir den Scanner. Dafür brauchen wir eine Batterie. Eine Batterie können wir bauen mit Geißelkörbchen. Okay. Essen, trinken, essen. Ja. So. Inventar. Essen. Schmeckt gut. Dann kann mehr drauf zugreifen. Davon zwei. So, das hier kann alles rein. Zack und. Perfekt. Okay. Das hier möchte ich aber gerne da. Eigentlich möchte ich das erste Stelle haben und das hier ein letzter. Und dann würde ich sagen, weiter. Holen wir uns den Blasenfisch hier noch. Danke. Aha, ein Messer. Und die Geißelknöchelchen, die hatten wir doch. Da sind sie doch. Mach mich irre. So, haben wir zwei. Wachsen die nach? New creature discovered. Mhm. Das kommt doch von dort hinten irgendwo, oder? Zack, haben wir. Zack, haben wir auch. Den Scanner. Dafür haben wir die Batterie. Genau, die Batterie haben wir. Was? Notversorgungslager haben wir doch schon gehabt. Und dann können wir jetzt hier die herstellen, oder? Batterie, perfekt. Und dann natürlich hier das persönliche Werkzeug, den Scanner. Achso, natürlich können wir auch das Essen machen, ja, ne? Trinken braucht man immer. Lieber zu viel als zu wenig. So. Okay, bringt uns mehr Essen und sogar. Mhm. Und den hier können wir auf zweite Position. Dann gehen wir mal auf die 2. Mhm, sieht schon gut aus. Und dann würde ich sagen, Basis verlassen. Ein paar Minuten haben wir noch. Wir hatten doch hier, was ist denn das? Okay. Chemische Lebensform. Oh, guck mal hier. Oh, das sieht gut aus. Da, Mann. Den Seegleiter. Okay. Von unten sieht es gar nicht so stürmisch aus. Als Eisschütze. Alter. Jetzt weiß ich, warum es ein Eisschütze ist. Weil er mit Eis schießt, oder wie? Mhm. Das hatten wir hier schon alles. Hier, komm her, du Bumerangfisch. Komm ran. Will ich zu Ende scannen. Geht doch. Kann ich hier irgendwas scannen? Da konnte ich doch gerade was scannen, oder? Oh, wir müssen auftauchen. Oxygen. So, den haben wir abgescannt. Aber wo war das denn? Hier war doch irgendwo noch so ein Gleitersegment, oder?
Hallo? Da kann man Quarz abscannen. Lass mich in Ruhe. Sagt er das, ich stech die ab. Oh oh. Okay. Okay, zurück zur Kapsel. Gucken wir nochmal hier lang, ne? Da können wir nichts, nehmen wir aber mit. Das sieht gut aus, nehmen wir mit. Das hier können wir. Mhm. Habe ich das jetzt mitgenommen? Ja, komm her, Blasenfisch. Hm? Ja, ich tauche doch schon auf. So. Einheimischer Reiffisch, okay. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt hier in unsere kleine Basis. Ihr schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen möchtet oder nicht. Und ich würde dann sagen, wir sehen uns dann, ja, vielleicht beim nächsten Mal. Ich muss mal gucken, in welcher Frequenz hier die Folgen kommen. Und, was haben wir hier? Okay, ja, okay. Möchte ihr gerne eigentlich Ausrüstung? So eine Flossen, ne? Silikongummi. Können wir doch herstellen. Können wir doch noch herstellen. Wird doch gelacht. Silikongummi, also. Tja. Schmierstoff, warum nicht, ne? Eine schöne Dose Motoröl. So, nee, hier, das möchte ich haben, ne? Zack. Okay, das brauchen wir noch nicht. Und dann schmeißen wir den ganzen Kram jetzt hier rein. Okay, wir gucken, was wir noch so machen können. Den Kompass, dafür brauchen wir einen Kabelsatz, ne? Wenn ich das anpinne. Aha, Kabelsatz. Dafür brauchen wir Kupfer. Gucken, was wir noch so brauchen, ne? Kupfer. Zack. So, was brauchen wir noch? Nö, nö, nö. Nö, nö. Ausrüstung, Werkzeuge. Nee. Den Kompass. Dafür brauchen wir einen Kabelsatz. Wie kriegen wir einen Kabelsatz? Wie kriegen wir einen Kabelsatz? Gute Frage, ne? Ja, ich sage dann von dieser Stelle vielen Dank fürs Einschalten und schreibt in die Kommentare, ob wir weitermachen sollen oder nicht. In diesem Sinne, bis dahin, tschüss.